eisiger Gipfel in New York. Barack Obama und Wladimir Putin kommen zu ihrem ersten bilateralen Treffen seit mehr als 2 Jahren zusammen. Gut 90 Minuten lang dauert das Treffen hinter verschlossenen Türen. Die Präsidenten der USA und Russlands bleiben tief zerstritten, vor allem wegen Syrien. Putin will eine breite Koalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat IS und das mit Syriens international weitgehend geächtete Machthaber Bashar al-Assad. Wir halten es für einen enormen Fehler, eine Zusammenarbeit mit der syrischen Regierung und ihren Streitkräften zu verweigern, die den Terror Auge in Auge bekämpfen. Wir sollten endlich anerkennen, dass niemand anderes als die Truppen von Präsident Assad und kurdische Milizen den Islamischen Staat und andere Terrororganisationen in Syrien wirklich bekämpfen. In der UN-Generaldebatte prallen die Gegensätze direkt aufeinander. Nach dieser Logik müssten wir Tyrannen wie Bashar al-Assad unterstützen, der Fassbomben abwirft, um unschuldige Kinder zu massakrieren, weil die Alternative sicher schlimmer ist. Obama will eine Lösung in Syrien mit Iran und mit Russland, den Partnern der Führung in Damaskus. Zugleich verweist der US-Präsident darauf, dass Moskau die Souveränität der Ukraine verletze. Das ist die Grundlage der Sanktionen, die die USA und unsere Partner Russland auferlegen. Es ist keine Sehnsucht nach einem kalten Krieg. Bei allen Gegensätzen schließt Putin dabei nicht aus, dass Russland sich an den internationalen Luftangriffen auf IS-Stellungen in Syrien beteiligt, so wie dies inzwischen auch Frankreich getan hat.